Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und ich sitze im Lift vom Bikepark Geiskopf zusammen mit dem... Ich bin nicht der Jonas. Manu und mit dem Steffen. Ich bin auch nicht der Jonas. Servus. Und wir sind gleich oben, deshalb muss ich mich beeilen. Ich schneide euch was Cooles zusammen. Wochenende im Bikepark Geiskopf mit schnellem Lift. Betrunken? Premium? Nie. Deshalb, ihr seht ein paar coole Clips. Viel Spaß mit dem Video und ich muss aussteigen. Tschüss, let's go. Das ist jetzt aber last minute. So, Enduro 1 sieht ganz anders aus wie beim Rennen damals. Ja, Bäume gibt's hier nicht mehr. Zweite Abfahrt für heute. Das war scheiße. So Freunde, Enduro 2, es geht gleich mal richtig los, übelst geile Strecke. Macht richtig Spaß, aber wirklich Freunde, kein Vergleich zum Rennen mehr vor ein paar Jahren oder geschweige denn.
geschweige denn zum Einfahren ganz am Anfang. Ich habe mal ein Video gemacht, ich verlinke euch das mal, wo wir die Enduro 2 hier gefahren sind, wo die ganz frisch war, gerade frisch eröffnet. Oh. Also da dagegen ist ja auf jeden Fall viel ausgefahren oder wie hier ausgebaut. Oh Gott, verkackt. Ja, hoch anfahren. Hier habe ich generell Angst, hier habe ich mir letztes Jahr die Hand gebrochen. Muss halt nicht sein. Das ist ja auch eine fette Secret Line hier. Die gibt es im Rennen nicht. Oder gab es früher noch nicht. Genauso wie die Highline da links von uns. Bleiben wir mal auf der Originallinie hier. Hier nicht geradeaus fahren. So wie 80% der Menschen. So, die Kurve weit außen anfahren, dann hier inside. Puh. So. So, hier inside über den Stein. Also, hier ist es immer ein bisschen nass und manchmal halt auch slippery. Oh. Also, ihr seht hier schon was gegen das Ausgefahrene gemacht worden. Auch hier, das war früher mal mega sketchy, Gap über diesen Stein. Hat man planiert, aber ist ja okay. Muss ja auch alltagstauglich sein. So, hier ganz neuer Teil. Da ging es eigentlich hier außen rechts entlang. Da hat man jetzt eine neue Kurve, Kombi gebaut und kommt hier wieder auf die zwei Hügel. Das hier runter wurde komplett planiert. Gar nicht zu viel Kurve fahren müssen. Naja, auch hier gibt es einen kleinen neuen Ausgang für die Enduro 2. Und das war's auch schon. Hoch geht's.
Vielleicht gerade. Okay.